Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Michael, ihr schaut Barbecue Hausweiler. Heute, naja, es hat mich getroffen. Ich habe mir auch einen Kamado Grill gekauft. Ich hatte zwar schon diesen kleinen da, dieses Mini-Eck, aber die hatten jetzt einen im Angebot, so 56 cm Dingen für unter 400 € und das musste ich mir natürlich kaufen. Was man davon halten kann, das wird man wahrscheinlich noch nicht heute alles in dem Video sehen. Ich mache ein bisschen jetzt Unboxing quasi. Also ich packe das Ding aus, baue das auf, lasse die Kamera dabei laufen. Und ich habe mir noch so ein Zubehörpaket gekauft, also mit so einem Doppelrost und so. Das war jetzt original nicht dabei, da war nur ein einziges Einlagerost soll dabei sein. Und ja, da möchte ich darauf gerne mal schon direkt Drunken Chicken machen als erstes. Was das für ein Ding ist, das ist hier Tarrington House heißt das. Und das Modell heißt Nagado. Alles Weitere dazu könnt ihr euch jetzt im Video anschauen. Und es geht jetzt erstmals darum, das Hähnchen vorzubereiten. Und zwar habe ich hier so einen Ständer für die Dose und das Hähnchen selber hier. Gewürzt ist noch gar nichts. Ich habe hier noch ein bisschen Salz, genau, das brauchen wir noch. Und den Marinadepinsel. Als allererstes, hier soll die Dose rein, wo das Hähnchen drauf kommt. Das muss man aber ein bisschen zusammenbiegen. 0,5er Dose hatten Sie jetzt nicht, ich wollte das hier ausprobieren. Ziemlich kleines Hähnchen. Gut. Erstmal gucken, ob das Bier überhaupt schmeckt. Ach ja. Gut. Und jetzt kommt hier ein bisschen Bier auf Seite, damit nachher das Bier hier drin besser, also schneller warm wird. Und dann der Dampf, der soll ja an der Dose lang, also in dem Hähnchen, der Hähnchen ist hier oben zu, hier lang an der Dose lang unten rausgehen und das Fleisch schön saftig halten. Während außen der ganze Teil vom Hähnchen, der frei in der Luft hängt, schön knusprig werden kann. So, jetzt haben wir das Hähnchen. Das kommt jetzt hier drüber. So, das war da auch schon die ganze Vorbereitung, das Hähnchen auf die Dose zu stecken. Man kann das auch so einfach so auf die Dose stecken, aber mit diesem Halter ist es natürlich angenehmer, das nachher runterzunehmen. Und man kann hier unten so Alufolie drum machen, weil da tropft ja auch schon ganz schön was runter. Und der Grill ist jetzt gerade das erste Mal neu. Ich weiß noch nicht, ob der so. Vielleicht muss der erstmal ein bisschen. Ich habe mir gedacht, komm, lass mal nicht beim ersten Mal direkt zu viel reinsauen. Deshalb habe ich das hier genommen. Jetzt kommen wir an das Gewürz. Also ein bisschen Salz. Bier, damit es jetzt nicht mehr so schäumt. Und dann habe ich hier von Heikos Hot Grill Barbecue so eine All-for-One Rub. Und die nehme ich jetzt noch für das Hähnchen, weil für alles, ne, ist ja wohl auch für Hähnchen. Da tue ich jetzt hier mal was rein. So, wird wohl reichen. Ein bisschen mehr kann man immer noch nehmen. So. Ach so, ja, die ganzen hier. Heikos Hot Grill Barbecue und noch so ein paar andere nette Leute, die neuen Wilden, die sind jetzt unten alle in der Inbox verlinkt. Schön mit Kanal und so, könnt ihr alle drauflinken, müsst ihr euch auf jeden Fall alle mal angucken. Alle einen Blick drauf werden. So. Wenn da schon einige von ein paar eigene Gewürze machen, dann muss man sich das doch alles mal angucken. Das, ob ich das noch trinken will, ich glaube es nicht. Aber das werde ich gleich auf das Hähnchen pinseln. Und jetzt, das war es ja auch schon, jetzt können wir ab zum Kamado-Grill. Yay! Leider nicht am Bratort. Ich muss den später noch bei mir in die Theke einbauen. Ich habe den jetzt erstmal auf sein Originalgestell gestellt. Das kommt später weg. Dann kommt der da hinten rein. Aber erstmal will ich mal ein bisschen damit rumspielen. Ist ja klar, oder?
direkt mal gucken, wie viel Platz nach oben noch ist. Und ja, da ist definitiv noch mindestens so 2-3 Finger breit ist da noch Platz. Also ich denke, man kriegt hier locker 3 Hähnchen hin auf der Dose. Gut, jetzt das Gewürz drauf. Gut, und jetzt lassen wir das erstmal eine Weile in Ruhe. Gleich werde ich mir auch mal die Temperatur hier angucken. In dem Heftchen, was bei dem Grill dabei war, waren so ein paar Einstellungstipps. Das soll man bei Hähnchen auf 2 und unten ungefähr 2 cm auf. Das lasse ich jetzt einfach mal und gucke mal, ob man sich daran halten kann. So, nochmal einen kleinen Blick. Hähnchen sitzt noch da, alles gut. Pendelt die ganze Zeit zwischen 180 und 150 Grad. Alles in bester Ordnung. Ich wollte mal Thermometer anschließen. Lass mal den Rest hier durchglühen. Ne? So. Dreh mal ein bisschen dran. Oder warte. Ist auch hier drin. Schön mal zuschauen. So, dann wollen wir mal gucken, ob da was geworden ist. Hier wird schon Flügel probiert. Ich probiere auch mal einen Flügel. Also die Pelle ist schon mal. Kann man nicht hören, ich habe das Mikro hier nicht. Aber die Haut ist schon mal gut geworden. Ja, das ist schon saftig. Ja, auch Kompliment an Heiko. Gewürz ist gut. Also kann man sagen, die Haut ist schön knusprig. Fleisch schön saftig. Ein gültiger Versuch. Sehr lecker geworden. Das pfeifen wir uns jetzt rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.